Sowas kriegt richtig heftig Klicks. Da sind wir uns alle einig. Das beste Sex-Topic! Oder so, wisst ihr, was ich meine? Oder so. Das beste Sex-Topic zum Gottbridgen oder Fastbridgen! Oder sowas, wisst ihr, was ich meine? Leute, es muss was gesagt werden. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal mit einem sehr, sehr, ich sag mal, kontroversen Thema. Und zwar geht es um die Bedwars-Szene und wie man Klicks bekommt auf YouTube. Ich selber kann mich nicht ausschließen mit dem, was ich gleich sage. Ich habe früher Bauarten, Klickarten, Texture Packs und so weiter vorgestellt. Da war ich noch so auf, sagen wir mal, 1000 Abonnenten. Da war ich noch so am Hustlen mit den neuen Bau- und Klickarten. Da war das noch im Hype. Ja, sowas kriegt richtig heftig Klicks, da sind wir uns alle einig, ja. Dann gibt es eben noch die Variante, die viele YouTuber befolgen. Ich hate nicht die Bedwars RP Designer oder die Bedwars RP YouTuber. Dazu zähle ich jetzt mal einfach BedsGFNA und Saitama Loomis oder was weiß ich, MrBeat. Und Grüße gehen auch übrigens raus an euch, Leute, hab euch lieb. Auf jeden Fall, Leute, kriegt man durch RP-Videos wirklich richtig gute Klicks. Die Sache ist halt die, bei mir, wenn ich RPs bringe, kriege ich auch richtig hart viele Klicks. Nur abgesehen davon, dass man letztes Mal nicht viele Klicks gebracht hat, was kein Stück schlimm ist oder so, Leute. Ist es halt so, dass dieses RPs vorstellen oder dass alles ein bisschen gehatet wird, sagen wir es so. Und das hat auch einen kleinen Grund. Und zwar benutzen alle diese Superlative das beste Texture-Pack. Oder so, wisst ihr, was ich meine? Oder so. Das beste Texture-Pack zum Gottbridgen oder Fastbridgen. Oder sowas, wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall ist es echt eine Methode, die viele wirklich benutzen. Und die Sache ist halt die, dass das wirklich heftig gehatet wird und so. Und man denkt sich halt auch so, hä? Was ist denn jetzt los? Auf einmal macht er nur noch RP-Videos. Das ist halt einfach was sehr, sehr, ich sag mal, eine Sache, die sehr, sehr viele Klicks bringt. Und das ist halt auch was, was viele feiern. Ich meine, ist ja auch so, ja. Aber das kann man auch ein bisschen übertreiben. Also Leute, wenn ihr anfangt mit YouTube, ja, dann macht nicht sowas wie das Beste, blablabla, das Beste, blablabla. Das muss nicht sein, ja. Das ist einfach nicht so nötig. Versteht, was ich meine? So, das ist natürlich cool, wenn es in eurer Meinung nach das Beste ist. Aber Jungs, das oder Mädels, das ist nicht das Beste. Das Beste kann man nicht sagen. Das ist von Person zu Person anders, die Meinung. Und das muss man respektieren. Ja, und so ist das. Und was war sein Gedanke? Ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Auf jeden Fall kriegt man so wirklich heftig viele Klicks oder einfach irgendwelche Bauarten oder Handcams machen. Das mit den Bauarten, das habe ich einmal gemacht und das mit dem RPs öfter. Mittlerweile versuche ich das. Also ich will sowieso kein RP-YouTuber sein, weshalb ich wenige Packs vorstelle. Und ja, so mache ich das auf jeden Fall. Ich bin ja eher auch so ein Typ, der gerne über Real Talk-Themen und sowas redet, weil mir es einfach Spaß macht und Freude. Und ein Jitter-Tutorial gebracht. Also was heißt, glaube ich, ich habe einmal ein Jitter-Tutorial gebracht, welches dann auch viele Aufrufe bekommen hat, weil es einfach die Leute interessiert. Das ist auch was, was viele Klicks gibt. Auf jeden Fall, Leute, macht euer eigenes Ding. Das gibt wirklich viele Klicks. Siehe mein Dealer-Trolling mit 103.000 oder 102.000 Aufrufen. Auf jeden Fall ist es wirklich was, wo man sich wirklich Gedanken machen muss bei YouTube und nicht immer nur dieselben Titel, weil Leute, würdet ihr auf 15 Videos klicken, die denselben Titel ungefähr beinhalten mit das beste Texture Pack oder die beste Bauart oder die beste Clickart, Jungs. Das ist einfach, naja, ich sag mal, das ist ein bisschen zu weit hergeholt, Leute. Erstens, das Beste gibt es nicht und zweitens, es ist immer die eigene Meinung. Klar, wenn ich mal das beste Pack irgendwo reinschreibe, dann schließe ich mich nicht selber mit aus. Das ist meiner Meinung nach das Beste. Und ja, schreibe ich dann aber auch meistens in die Beschreibung, dass es nur meine Meinung ist und so weiter, dass es halt fair bleibt. Dippy, du hast gerade nicht mein Bett bekommen, in dem du einfach durchgerannt bist. Nein, hast du nicht. Auf jeden Fall sollte man sich echt Gedanken machen, weil es guckt sich kein Mensch Videos an, die einfach nur so 0815 Titel oder Video-Thumbnails haben. Deswegen habe ich auch mich versucht, in der letzten Zeit sehr abzuheben, meine eigenen Dinge zu machen, was auch sehr, sehr, sehr gut geklappt hat bis jetzt. Und das werde ich auch so weiterführen, Leute, weil es einfach mir auch selber viel Spaß macht, eigene Sachen sich auszudenken und so weiter und so fort. Ihr wisst, glaube ich, ungefähr, was ich meine. Da haben wir ihn outplayed. Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Nein. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit ja, da lasst natürlich ein Like da. Und aber würde mich freuen. Oben rechts in der Infokarte sind ein paar coole Sachen verlinkt. Abstimmen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Rein und tschüss. Achso, übrigens bei 10.000 Likes bewegt sich bei Anti-Cheating.
Only one.